So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Fetten Daumen, finde ich gut. Großartig. So, nochmal auf Eisen. Wird hier weggefahren, wie wahnsinnig. Wir machen auch, ja, 56.000 schon mal. Ne? Das ist schon mal, Kleinvieh macht auch und so, ne? So, wie ist das eigentlich mit dem Eisen? Haben die ja schon mal was weggefahren? Bestimmt, ne? Wir haben einmal nicht hingeguckt und die fahren was weggefahren. Haben sie nicht. Alter, hier ist über 1000 Tonnen. Jungens. Muss ich euch noch erschlagen? 23 Loks. Da passt nichts anderes rein, ne? Was haben wir denn hier für Waggons? Warum fahren sie das Eisen denn nicht? Zollstation. Eisen, Stahl entladen. Passt doch. Ist doch gut. Ziegel, Platten, Waren. Ist das zu weit weg vielleicht? Ist das vielleicht deswegen, dass sie so ein bisschen mi-mi-mi sind? Beladen. Stahl. Warum machen sie das nicht? Warum fahren sie keinen Stahl? Warum fahren die keinen Stahl? Ich verstehe das nicht. Was fährt er jetzt? Der fährt die Platten und die ganzen Kram. Oh, kein Stahl. Der fährt null Stahl. Nichts. Die 162 Tonnen, was ist damit wert? Frank, keine Ahnung. Die werden ja nicht alt, ne? Die rosten ja nicht, wenn sie unter Dach sind. Also Stahl kann sowieso nicht rosten, aber ich meine, ne? Rost ja nicht, passiert ja nichts. So unter Dach. So, ich verstehe aber nicht, warum er da oben nicht hinfahren will. Ist ihm das zu weit? Ist er so ein bisschen mimimi? Kann das sein? Kleine Idee. Ich würde ja gerne hier auch noch welche reinbauen, aber wir haben nicht mehr Platz. Wir kriegen nicht mehr Wagen da rein. 23, irgendwann ist Feierabend, ne? 25, ich glaube 25 Schluss. Hier, also hier sind wir schon am Limit. Da geht nicht mehr ran. Sonst müssen wir ja, zur Not noch einen Zugverteiler mehr bauen. Kommen wir nicht drum rum. Müssen wir echt nochmal einen mehr bauen. Das ist kurios. Zeigt mal bitte in den Stahlbahnhof, da ist er. So, hier ist auf jeden Fall, ne? Tote Hose. Da guckte gerade einer mit einem Wagen rum. Das war, der ist auf dem Weg dahin, ist er? Der ist auf dem Weg zur Grenze, holt Stoff. Stifle. So, da kommt nochmal einer. Der fährt euch jetzt bestimmt Ziegel. Oder? Jawohl. Der fährt Ziegel natürlich. Na klar. Fahren wir Ziegel. Da kommt einer, der fährt auch nochmal ein bisschen Ziegel, wenn er Lust hat. Oder wir müssen, wie gesagt, zur Not noch eins mehr bauen. Da kommen wir denn nicht drum rum. Frage ist nur, wohin? Ich meine, hier wäre noch Platz. Hier könnten wir in der Mitte noch was reinbauen. Noch eins mehr. Speichern mal schnell. So, er kommt rein hier. Wir haben auch die richtigen Wagen, ne? So, einfach wieder los und holt was? Er holt Stahl. Ich glaub's nicht. Da haben wir einen Stahlwagen. Da bist du mal am Meckern, wie wahnsinnig. Jetzt fährt er endlich. Großartig. So, hier, den nehmen wir uns mal vor. Da fahren wir mal eine Runde Stahl mit. Wir fahren mal eine Runde Stahl mit. Sind nur leider 201 Tonne, ne? Ist nicht so extrem viel. Frag mich nicht, wo er die Tonne noch hinpackt. In Führerstand mit rein. Da sagt die bestimmt, ah, hier passt doch eine Palette hin, du. Komm mal. Fahr mal mit. Mal Stahl holen. Unterm im Handschuhfach, ja. Unterm Sitz im Handschuhfach, ja. Irgendwie so. Da passt doch, da passt noch eine Handvoll Waggons ins Depot rein. Nee, passt leider nicht. 25 ist Max, mehr geht nicht. Wir können es leider mal versuchen, ne? Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht mit den Lokomotiven zusammenhängt. Aber normal sollte das ja egal sein, ne? Also mehr Waggons gehen da nicht rein. 25 war Max. Wir können es leider mal versuchen.
So. Und freie Strecke voraus. Gib alles. Dumm. Geht nach Länge, nicht nach Anzahl. Ja, du hast eine bestimmte Länge, die da reinpasst, ne? So, freundlich grüßen. So, immer abbiegen. Stahl holen. Meter mal Anzahl Gleise. Na gut, wenn das, ja, das könnte passen, stimmt. Weil wenn wir diese kurzen für Kohle und Eisenerz, wenn wir die haben, da können wir wesentlich mehr mit reinpacken, weil die ja kurz sind. Wir können gleich mal gucken, wie gesagt, wir gucken gleich mal nach. Wir fahren erstmal schön diese Tour zu Ende. Mal schön, mal schauen. So. Wow. Herrlich. Vielleicht ab. So. Und schmeiß den Kram mal hinten ruf. In Massen. Warte mal, so. Was war das gerade? Produktion gestoppt, warum? Das war ein Fake News. Arbeiter sind noch da. Genau. Sind noch Arbeiter drin, was willst du? Alles gut. Da ist er. Gut, das dauert ein bisschen, bis er geladen hat, ne? Das dauert ein bisschen. Da ist kein Prellbock von dem Abhang. Stimmt. Das stimmt überhaupt. Stimmt überhaupt, da ist nichts. Naja gut, wir hoffen das Beste. So, das Ding läuft auf Vollgas, das ist großartig. Wo wollten wir jetzt, wir wollten hier gucken, genau. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Gleise. 5 Stück. So, wir können mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch ein paar Waggons rein, ich glaube aber eher nicht. Güterwagen, wir brauchen die hier, ne? Ne, wir können nicht mehr kaufen. Geht nicht mehr. 25 ist Max. Geht nicht mehr. Haben wir denn... Oh, warte, hier, guck mal. Warte mal, 20 Meter, 79 Tonnen. 15 Meter. 67. Okay, das ist verhältnismäßig das gleiche, ne? So, mehr ist da nicht. Mehr kriegen wir nicht rein. Wir kriegen nicht mehr Teile rein. Was haben wir denn für Sachen hier drin? Warte mal, da haben wir eigentlich zu viele von, ne? Das ist eigentlich nur für Lebensmittel und Alkohol und so Krams. Das braucht eigentlich nicht so viel, ne? Da können wir mal ruhig ein paar von rausnehmen. Von den Jungs hier. Mal kriegen wir das so. So mal, ne? Dummerweise. Das hier ist auch leer, ne? So. Warte, verkaufen. Jo. So. Nehmen wir noch einen mehr raus. So, dann brauchen wir da... Wir können auch die nehmen, ne? 79 Tonnen, 79... Das ist doof, dass das mal an der anderen Seite ist. 15, 5 Meter mehr. Hm. Ist, oh. Jetzt geht mehr rein. 27, warum das denn jetzt auf einmal? Das waren 25, jetzt haben wir 27 drin. Der ist aber ein bisschen was, ne? Wird das von, was, wie lang ist der hier? 20 Meter. Wo war unser Container? Was ist der hier? 23 Meter, okay. Ja gut, das könnte sein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Waggons. So, wie weit bist du? Ach ne, warte mal, lass mal laufen hier. So, du fährst was? Pflanzen. Ach, die Pflanzen fahren sie auch. Die dürfen wir doch auch. Mist, na gut. Ja gut, ist das eben so. Hallo Beringer, schönes Reinschaus. Herzlich willkommen. Moin, moin.
Wie waren wir denn hier noch rumliegen überhaupt? Das ist aber gar nichts. Du wirst doch jetzt nicht wegen 10 Tonnen hier rüberfahren. Ohne Scheiß jetzt. Der fährt jetzt mit... Der holt 10 Tonnen ab mit 280 Tonnen Wagen, also Leistung. Was? Naja, gut. Ich sag da mal jetzt nichts zu. Das sind zu viele Kühlwagen, sagst du? Ich habe 3 Stück nur. Wir sind's nicht. Und eins im Kühlwagen geht rein. 22 Tonnen Fleisch, das ist natürlich nicht viel, ne? So, warte mal, wo war die Lok? Halt, ist er schon los? Ist er schon weg? Du glaubst es ja nicht. Wo ist denn der hin? Hallo? Da ist er. 182.000. Alter, Freund, ist das schön. Das ist doch großartig. Ja, so wollen wir es haben, ne? Der Rubel soll rollen. Stahltransport an die Grenze. Großartig. Schön. So. Siehst du, jetzt auch wieder schön leer. Natürlich keine Pflanzen mehr da, ne? Alles weg. Weggefressen. Haben wir hier noch was drin? Alter, wir haben nichts mehr. Schon wieder tote Hose. Wir müssen echt mit den Pflanzen auch was regeln. Das ist ja... Was haben wir gerade? Wir haben Juli. Die sind aber jetzt gerade am Ernten, ne? Das war aber jetzt wirklich gerade kurz vor knapp. Also das hat aber irgendwie so doch so einigermaßen hingehauen immer. Ja, der ist ein bisschen effektiver jetzt gerade hier. Zwei Wägelchen. Jupp, jetzt fahren sie wieder. Warte mal, haben wir das rausgenommen? Ja, ne? Wir haben es, glaube ich, rausgenommen, ne? Oder? Ja. Das haben wir rausgenommen. Wunderbar. Dass hier oben nicht mehr das runterfahren sollen. Gut. Wir sind gerade am Ende. Das ist so großartig. Wir sollten vielleicht hier oben noch was machen, ne? Wie kein Bier. Doch, Bier läuft. Bier läuft. Bier funktioniert. Nee, glaube ich nicht, ne? Aber wir haben noch was auf Lager. Wir haben noch ein bisschen was auf Lager. 10,6 Tonnen. Ich meine, ist nicht wahnsinnig viel, aber ich meine andersrum, ne? Geht doch. So, was haben wir in der Polizeistation nochmal gucken? Oh, hier, schwere Kriminalität. Was? Aufklärungschance 98%. Also hier, ne? Polizei läuft. Und die haben auch jemand richtig was zu tun jetzt gerade. Die haben richtig was zu tun. Haben wir noch eine? Hier oben war noch eine, ne? Da ist noch eine. Da ist nichts los. Haben wir oben was? Auch nicht. Aber komischerweise, ne? 2 gemeldete Straftaten. Warum fahren sie da nicht hin? Das sind doch faule Säcke. Das ist doch nicht zu fassen. Na, einmal. So, 5 Leute ist hier ein bisschen mager. 10 Leute ist auch ein bisschen mager. Ein Arbeiter. Es dürften hier noch ein paar Leute mehr hinkommen. Ich hätte da nichts gegen, ne? Absolut nicht. Das wäre schon echt cool. Aber hier kommt ja auch ein Zug hochgeballert, ne? Wo ist der? Der ist nicht. Wo ist denn der? Der ist es hier. Der holt hier Leute, ne? 15 Leute. Das ist nicht dein Ernst. Na gut, wir brauchen mehr Leute. Das ist schon mal sicher. Ach, diese Leute sind ohne Job. Warum seid ihr ohne Job, sag mal? 6 ohne Job. 141 Leute ohne Arbeit. Sportarten, wir haben auch Sportarten hier. Hier in der Mitte. Da ist doch alles voll. Da könnt ihr doch. Mal hier. Das, ne? Hier sind sie bei. Hier wollen sie, ne? Ohne Ende. Da stehen sie auch da und warten. Aber nein, hier drüben ist Platz ohne Ende. Will keiner hin. Hm. Weil alles im Schatten ist. Keine Ahnung. Abwasser überfüllt. Gesundheitsrisiko. Ach, du großer Himmel. Hier auch, ne? Ich glaube, wir sollten mal gucken. Ja, vielleicht sollten wir da mal gucken. Ich fürchte aber fast, dass diese Leitung, die wir hier haben... Ich meine, ist ja... Ne?
Ist ja ein ordentliches Stück Leitung, was da runtergeht. Die hat natürlich ordentlich was zu tun. Ne? Irgendwann früher oder später wird die mal ausgebraucht sein. Hier brauchen wir nochmal Abwasser hin. Also Wasser ist auf jeden Fall da. Abwasser fehlt noch. Ja, nicht, dass wir uns alle krank werden hier. Auf Gottes Willen. Abwassertank. Hm. Das, aber wenn das hier hinkommt, das schafft aber was, ne? Wenn wir den hier hinbauen würden. Hier neben, ne? So. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Oder? Ich glaube schon. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Mittelgroßes Rohr. Und dann müssen wir bis wohin? Wir müssen daran, ne? Das ist auch die... Hier ist direkt die U-Bahn. Natürlich. Ja, warum auch nicht? Und auf eine Leitung läuft ja auch noch durch. Oh Mann, hör mir auf. Super, das wird ja lustig. Hm. Abwasserverteiler. Kriegen wir irgendwo einen Verteiler hier hin? Ich muss irgendwo einen Verteiler hin. Bloß Frage, wohin? So, hier passt er hin. Ja, dann müssen wir ihn so nutzen, ne? Da den Verteiler hin. Und dann mal das Röhrchen dahin bauen. Wir müssen das mal kurz hier abnehmen. Damit richtig gucken können. Ja, genau. Er fordert eine angemessene Neigung. Aber warum denn? Alter, mach mir keinen Ärger. Hier ist mal komplett weg. So. Das Dumme ist, können wir die Höhe sehen? Warte mal, großes Rohr. Tiefe, steht hier? 3 Meter. 3 Meter, so. Das muss auf jeden Fall gebaut werden, das müssen wir haben. Was haben wir hier? 2 Meter. Gebäude im Weg. Na toll. So, das passt auch. Das bauen wir schon mal hier. Das ist fertig. Das Teil auch. Wupp. So. Mal schnell fertig hier. Das ist durch. Dann müssen wir mal sehen, das andere Rohr muss auch noch irgendwie hin, ne? Wasser, 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 Abwasser. Kriegen wir das hier so hin? Du glaubst es ja wohl nicht. 2 Meter, was haben wir hier denn? 2 Meter Tiefe, 2 Meter Tiefe. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin, ne? Das läuft nicht weg. Da muss eine Pumpe zwischen, glaube ich, ne? Ich habe das Gefühl, da muss eine Pumpe zwischen. Ist da doch ein langes Ende, ne? Das sind 422 Meter. Ich glaube, das wird schwierig. Da machen wir eine Pumpe zwischen. Was machen wir mit einer Pumpe hier? Dann machen wir eine Pumpe zwischen. So, warte ich da ran hier. Ich glaube, das machen wir, ne? So, dahin. Und dann ein Röhrchen daran. Ich glaube, wir nehmen gleich ein fettes Rohr, ne? So. Dahin und von da. Ja, da müssen wir irgendwie. Du mach doch. So. So. Das nochmal bauen, das ist auch fertig, weil man einen Fußweg. Warum muss da eigentlich ein Fußweg ran? Ich verstehe das aber auch nicht. Da ist doch keiner, der das hier. Ja, keine Ahnung. Wartet oder sowas. Ist kein Mensch da? Na gut, naja. Irgendwas ist immer. Sag mal, wo ist das Rohr da? Ach, das ist gar nicht gebaut. Ah, hier, warte mal. Schnell fix. Soße ist weg. Wunderschön. Hier auch. Ach, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Der läuft es auch durch. Was haben wir da? Abwassertank. Der ist auch leer. Aber gut, die haben wir hier, ne? Warte mal, wo war das andere Teil? Der müsste auch... Der ist schon wieder voll. Warte mal. Oh, warte, warte, warte. Haben wir da... Wir müssen doch Strom da haben, ne? Wo ist die, da. 100%. Oh, ist gar nicht gebaut. Haha. So, jetzt haben wir es hier. Jetzt aber. Voll.
voll und wieder weniger. Bitte. Irgendwie nicht. Ist voll. Ah. 97%. Der hat zu kämpfen gerade. Der hat echt gerade einen Shitstorm. Genau, den Shitstorm. Wir kriegen es hier nicht weg. Das ist zu... Kriegen wir nicht hier weggeleitet? Hier auch, ne? 100%. Das Ding ist voll. Rrr. Wir müssen... Das war gut. Das war gar nicht mehr schlecht. Wo klemmt das denn hier? Wo klemmt das hier? Nehmen wir mal hier die Pumpe. Hä? Die ist leer. Was? Die ist auch leer. Was? Oh, oder musste das sich erst zurechtlaufen? Das kann ja sein. Ja, sieht gut aus. Ja, ich denke mal, das musste sich zurechtlaufen. Die Soße muss erst... Das muss erst mal weg, ne? Das wird ja erstmal Druck gespült. Gut. Hat funktioniert. So. Hier genauso, ne? So, aber Wasser kommt hier an, ne? Wasser ist doch hier schon mal tutti. Jawohl. Oh Gott. Ich sehe schon, Kindergarten ist ein bisschen überfüllt, ne? Dezent. Ganz bisschen. Vielleicht sollten wir noch einen Kindergarten investieren. Ein Kindergarten. Kinders. Ein Kindergarten. Was haben wir denn hier? Hier, 620. Ne, die nehmen wir. 15210. Warte mal, die können wir auch bauen, ne? Die sind auch nett, oder? Da kann man hier so ein kleines, das ist ja alles modern hier vorne. Wenn wir hier noch eine Altbaugeschichte hinbauen, wie sieht das denn aus? Also hier haben wir ein bisschen Altbau. Gut, das haben wir hier auch. Ein bisschen gemixt, ne? Ach komm, egal. Bauen wir mal. Gehen wir das ein bisschen feinjustiert hier eventuell. Das wäre ganz nett. So. Gerade ist anders, ne? Oder? Ja, es ging noch, ne? So schlimm ist es gar nicht. Nee, so schlimm ist es gar nicht. Das geht. Zur Not können wir da noch einen Kindergarten nebensetzen. Das passt dann auch noch. Sind bloß mal unsere Leute hier im Gang in Schweiß kriegen. Nein. So. Haut rein, Jungs. Das muss gebaut werden. Ach nee, warte mal. Das können wir selber bauen. Das bauen wir mal. Da helfen wir mal mit. Da schmeißen wir so eine Handvoll Kies hin und den Rest passt schon. So. Wir haben ja unsere Baufirma. Die kann ruhig ein bisschen was tun, diese faulen Säcke. So. Wasser, Abwasser funktioniert. Stahl ist immer noch 1400. Alter, Freund, ist da viel drin. Ja, aber ne, das wird doch schon leerer hier. Was sind das? Platten, ne? Jo, Platten. Da ist nix. Gut, 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 gut. Gebäude brennt. Ach du Himmel, schon wieder. War das ein Zufallstreffer, unsere Stahltransportgeschichte? Wieso, wie es aussieht? Ja. Mehr Stahl wird hier nicht transportiert. Ja, es ist ein bisschen mager. Ich glaube, wir müssen echt nochmal ein zweites Verteiler-Center bauen. Ne, damit das ein bisschen besser läuft. Was brennt denn da so vor sich hin? Oh, ein Lager. Oh, da brennt ein Lager. Da fällt aber bestimmt eine Feuerwehr hin, glaube ich, ne? Frage ist, von wo kommen sie denn? Das brennt mir sehr, sehr schnell und viel und doll. Von da oben kommen sie. Junge, 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 das brennt hier. Fahr vorbei. Du hast Blaulicht, du darfst. Das wird aber langsam knapp hier, komm. Glaube ich, oder? Ach, nee, das geht schon. wenn so viele Platten und Ziegel da sind, kannst du ja auch, auch einen Zug mit Dauerruder einjagen. Das kann ich natürlich machen, aber dann fährt er ja ständig.
Andersrum, wofür brauchen wir denn so viel Stahl? Das kann ja ruhig verkloppt werden, ne? Das kann ja ruhig weggefahren werden. Können wir auch eine feste Route bauen. Oder? Können wir ruhig machen, ne? Weil, was haben wir hier drin? 600 Tonnen. Ja gut, der kann auch mit dem Stahl ein bisschen mithelfen. So ist das ja nicht, ne? Machen wir fest auf Route. So. Welchen nehmen wir denn da? Wir müssen echt mal sehen, dass wir langsam mal ankommen. Wir brauchen mal Autos hier drin, ne? Ein bisschen Autos verkaufen, damit die Leute hier ein bisschen mehr mobil werden. Und, wir ein bisschen mehr Stau haben, ne? Das ist ganz lustig. So, 1, 2, 3, 4, 5, ne? Was haben wir jetzt? 395. Ja, da kann ein bisschen was wegfahren, ne? So ist es ja nicht. So. Nehmen wir mit hier. Geben wir eine feste Route. So, und zwar von dort an der Grenze. Hm. Dollaris oder Rubelchen? Ich glaube Rubelchen, ne? Dahin. So. Stahl und Stahl. Wo waren wir? Wo sind wir denn jetzt hier? So. Dann lassen wir mal losdüsen. Da kommt er. Na, ist doch schon ganz schön lang, der Hund, ne? Na, wenn der mal nicht zu lang ist. Wenn der uns mal nicht Probleme macht hier. Oh, oh. Ah, der ist genauso lang, ne? Da tut sich nichts. Ah, der hat es aber echt schwer, hier in Gang zu kommen, ne? Der hat jetzt echt Probleme. Ich wundere mich über unser Schienennetz, unser Stromnetz, dass es hier noch läuft. Weil so viele Einspeisungspunkte haben wir nämlich nicht. Ich glaube, zwei nur, ne? Mehr ist es nicht. Da ist einer und da drüben auf der anderen Seite war einer. Mehr haben wir nicht. Das funktioniert, ne? Okay, Britze, ja gut, leistungsmäßig ist ja nicht viel, ne? Hm, sparen. Passt gerade ebenso da rein. Gut. So, warte mal, was haben wir sonst noch Tolles? Chemie haben wir doch gar nicht, ne? Also, Chemie bringt uns auch nichts, weil wir haben erstmal nicht genug Öl. Das ist Kunststoffe. So, Chemikalien brauchen wir. Die Leistung hat bestimmt schon 70 Grad. Die Leitung, ja. Ja, die friert wesentlich im Winter nicht ein. Ist doch großartig. Ist doch wesentlich schon mal was. Was haben wir denn hier? Holz, Holz, Öl. Kies. Pflanzen. Und ein bisschen Öl. Leute, 2,75 Tonnen Chemikalien. Also Chemikalien ist eine Sache, das kriegst du echt schwierig, ne? Schwierig. Das Dumme ist, du musst das Öl irgendwie ranscheffeln, ne? Das ganze Krams. Das ist ein bisschen zu weit weg, um da Leute ranzukriegen. Man könnte es hier machen. Wir haben eh zu wenig Leute. Wir haben viel zu wenig Leute. Wir brauchen viel mehr Leutchen. Oh, was ist denn hier los? Keiner da? Will keiner arbeiten? Ja doch, hier kommt gerade mit einer Handvoll. Mit einer Handvoll. Was haben wir sonst noch Tolles? Was haben wir sonst noch? Lebensmittel haben wir, das haben wir alles. Kleidungsstücke haben wir auch. Ölkohle haben wir, das haben wir auch alles. Bau, ich will Elektronik. Pass mal auf, Elektronik brauchen wir, da brauchen wir Chemikalien für. Elektronik und, ja gut, hier, Komponenten, das ist ja Elektronikkomponenten, so wollte ich sagen. Da brauchen wir kein Öl mehr da, nee. Das ist ja, wir brauchen mehr Öl, wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Öl anklemmen, damit wir ein bisschen Öl rankriegen. Weil wenn das alles nachher auf Vollgas läuft, wenn wir wirklich hier mal so, irgendwann mal so viele Leute hier reinkriegen, wäre doch ganz toll, ne?
Mechanische Bauteile müssen wir auch noch ran. Ach, so viele Sachen. Was brauchen wir dafür? Stahl. Also mechanische Bauteile bringen ja richtig Kohle, ne? Oder? Aber wo sind wir denn hier oben? Da kommen wir wieder nicht hin, ne? Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Da kommen wir nicht ran. Weil das so da eingebaut ist. Dann müssen wir Stahl von A nach B fahren. Jetzt fängt er schon wieder an. Ach, wie herrlich. Hier passt es doch gut hin. Also hier ist so eine Bushaltestelle, ne? Da können wir, also genau, das denke ich auch. Ne? Hier so zwischenbauen. Fabrik für mechanische Bauteile. Mhm. Gut, da müssen wir halt eben, hilft uns auch nicht, ne? Sag mal, wie kriegen wir denn da oben Leute ran überhaupt? Große Frage. Die kommen daher, also dürfen wir da schon mal nichts machen. Also hier ist auch noch ein bisschen Platz, hier können wir was machen. Theoretisch können wir hier was ran basteln, aber da müssen wir dann auch irgendwie sehen, dass wir da den Stahl hinbekommen. Und dann die Bauteile, aber ich meine, hier oben ist ja die Bahnschiene. Das können wir da ja wieder mit verbinden, das würde ja gehen. Was haben wir sonst noch hier? Das kriegen wir hin. Stahl kriegen wir da hingetransportiert. Was haben wir hier? Fahrzeugfertigungsanlage. Was brauchen wir dafür? Kunststoff, elektronische Komponente. Oh Gott. Wir haben noch nicht mal Stoff. Wir können noch nicht mal Stoff selber herstellen. Das müssten wir eigentlich auch mal machen, ne? Dass wir Stoff selber herstellen. Stofffabrik. Was brauchen wir denn da? Wir brauchen Pflanzen ohne Ende. Ach, bevor wir hier richtig aufmachen, wir können mal sehen. Wir müssen auch. 1000 Baustellen. 1000 Baustellen. Wo ist denn hier die Straße? Da ist die Straße. So. Lager kriegen wir irgendwie dahin. Da brauchen wir zwei Lager sozusagen. Oder ein Lager reicht auch, ne? Stahl rankriegen und dann oben raus. So. Boah. So. Da haben wir das schon mal. Ich hoffe, die Leute laufen soweit. Haben wir Wasser, Abwasser haben wir auch. Strom haben wir auch. Puh, ein bisschen mehr. Siehst du, kann es gebaut werden. Die dürfen mal ran, ne? Und wir müssen ein bisschen was tun. Schafft. Fahrzeug. Wir brauchen, wie gesagt, wir wollen mal sehen, dass die Leute hier ein bisschen Autos bekommen, die herrschaften. Aber dafür brauchen wir die ganzen Bauteile, ne? Elektronik, was brauchen wir da? Kunststoff. Das müsste eigentlich theoretisch alles auf dem Haufen hier, ne? Irgendwo müsste das alles hier oben irgendwie her. Zur Not reißen wir das eine Glashaus wieder ab hier. Zur Not verschwindet das. Elektrische Komponenten, wir brauchen Kunststoff. Chemikalien, wir kriegen gar nicht Chemikalien hier ran. Das ist ein bisschen schwierig. Chemikalien ist schwierig. Kernenergie, nee. Produktion gestoppt ist. Fake News. Ich wusste das. Schiffswerk, Flugzeugbau. Warte mal, wo waren wir jetzt hin hier? Elektromontage, bar. Da brauchen wir auch Elektrokomponenten. Wo waren das denn jetzt? War das das? Nee. Elektrokomponenten, da sind sie doch. So, Elektrokomponenten, die brauchen wir. Kunststoff, wir müssen ja Kunststoffe herstellen. Wie kriegen wir den Kunststoff hier ran? Da. Kunststofffabrik brauchen wir. Chemiknolien natürlich. Und Öl natürlich das auch noch. Gott. Aber ich glaube, einige Sachen können wir ruhig einkaufen. Das macht ja auch nichts. Das ist ja auch nicht so schlimm, ne? Wenn wir so ein paar Sachen einkaufen und dann da. Ne? Also unsere Nachbarstaaten sollen ja auch von irgendwas leben. Ne? Also wir wollen ja auch mal ein bisschen unter den Arm greifen. Wir können natürlich auch komplett autark leben, aber mein Gott. Ich muss das ja immer, ne? Elektrokomponente. Da müsste oben ein großes Lager hin, wo wir alles reinkriegen. Elektrokomponente, Elektromontage, alle. So. Dann haben wir das zusammen. Fabrik für, was ist das hier? Das ist die mechanische Komponente. Gut, das haben wir dann. Was brauchen wir hierfür? Da brauchen wir Kunststoffe. Die werden wir uns zukaufen müssen. Vielleicht, eventuell. Mechanik, Elektronik kriegen wir hin. Elektrokomponenten, das kriegen wir auch hin. So ein Stoff. Stoff müssen wir auch noch sehen. Oh Gott. Aber lassen wir erstmal hier das Ding verbrauchen. Dann haben wir das schon mal dran. Und ein großes Lager müsste da irgendwie hin, ne? Lager. Finde ich sowas. Ich brauche ein Lager.
Lager, Lager, Lager. So, klein, klein, klein. Das hier. Lager für Fahrzeuge. Ich verstehe nicht, warum hier nicht diese anderen Lager zwischen sind. Das ist nur ganze Kornlagergeschichte. Das ist natürlich auch zu mickrig. Hm. Wo waren die anderen Lager? Da. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Auch nicht. Ingenieurswesen, Gottes Willen. Wo sind hier keine Lager zwischen oder was? Ach, wo sind die Lager denn hin? Für Fracht, Betankung, hast du nicht gesehen? Betankung, bla bla bla. Flughafen haben wir auch noch nicht. Wir müssen aber vielleicht mal Terroristen reinkriegen. Touristen meine ich. Gell? Touristen. Wo ist dieses große Lager hin? Wo ist dieses, wie heißt dieses Lager hier? Das hier. Das ist doch cool. Da geht ein bisschen was rein, ne? Was geht denn hier so rein? Da fliegt so ziemlich alles rein. Mechanische Komponenten, Stahl können wir da reinschmeißen. Usuwe. Warte mal, das können wir doch. Warte mal, es gibt doch hier ein tolles Tool. Wo war denn das? Da. Wuppi. Guck mal. So. Haha. Da ist sogar ein Gleis dran. Du sollst dich wundern. Guck mal, wenn das Teil hier hinkommt. So ein bisschen rausziehen das Ganze. Dann hast du doch schon mal die halbe Miete, oder? Hier ein bisschen dicht daran kommen jetzt eventuell, das wäre ganz cool. Ne, so ein bisschen, weiß ich nicht. Wie gesagt, zur Not fliege ich das da oben raus. Braucht nicht drin sein. Ne, das ist so ist gerade, ne? So, gerade, gerade, das ist wieder, ne, gehupft wie gesprungen. Dann können wir da nämlich Stahl rein, ne? Dann bauen wir das Teil hier mit her. Wupp, so. Damit haben wir da schon mal ein Lager. Ist Rose. Nehmen wir eine Straße ran. So, die machen wir schnell mal fertig. Und hier die Straße auch. Damit sie gleich in Schwung kommen, ne? So. Baubüros. Hier auch, bitte. Haut mal rein jetzt, Jungs. Ihr habt was zu tun. Das muss gebaut werden, das ganze Gedönsel. Dann haben wir das schon mal. Passt wie gemalt. Wie gesagt, wenn das hier zu knapp wird, dann reißen wir halt eben das hier oben weg und dann versuchen wir hier ein bisschen mehr Volk da reinzukriegen. Also ein bisschen mehr Gebäude, dass wir das ein bisschen zentral haben. Wäre natürlich ganz cool. Weil jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir Stahl hierher transportieren. Hier muss immer ein bisschen Stahl rein. Dann müssen wir halt eben dann ein LKW hin und her schicken. Oder ein Vertriebsbüro wird das machen. Dass die ein bisschen Stahl ist. Ich mach das mal weg, das nervt ein bisschen. So. So, und die Folge ist auch wieder zu Ende. Wir haben wieder volles Rohr überzogen. Wieder mal. Wie immer. Mit nichts Neues. Hm. Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Wir haben noch ein... Wussten das... der Stahlzug. Ich würde mal gerne interessieren, was wir das da an Kohle zusammen kriegen. Wenn der raus ist. Wenn der unterwegs ist. Wo ist der überhaupt? Ist der schon unterwegs? Ist er schon wieder zurück? Warte, da ist er. Gleich mal gucken. 268 Tonnen. Das ist mal Zugverteiler, ne? 239.000 kriegen wir dafür zusammen. Komisch, jetzt fahren sie, ne? Jetzt fahren sie Stahl wie die Irren. Oder? Jetzt fahren sie Stahl wie die Wahnsinnigen. Wo ist der andere? Der muss doch hier irgendwo sein. Da ist er doch. 423.766. Das ist doch eine Hausnummer. Ne? Das ist doch eine Nummer, das gefällt mir. Das ist mal ein ordentlicher Batzen Stahl. So, wir können ja vielleicht eventuell auch mal sehen, dass wir die Zuglinien ein bisschen optimieren. Dass wir sagen hier, ne, wir zweigen hier nochmal ab, ziehen ihn hier runter und dann einmal direkt hier rein. Wenn das denn geht, ich glaube eher nicht, ne, weil wir haben ja einen abfallenden Ast. Ne? Ja, hier ist alles ziemlich abfallend. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Aber wenn wir das zum Beispiel umgeben, dass wir hier jedes Mal rumfahren, dann wird er auch schon was bringen, ne? Eventuell, weiß ich nicht, ob wir es hier irgendwo zwischenkriegen? Keine Ahnung. So.
Frankie, zweigst du Stahl für die Bauindustrie in einem Zwischenlager ab? Für die Bauindustrie? Das haben wir hier drin. Das ist das hier. Das Stahl, was hier drin ist, das holen sie hier raus. Stimmt überhaupt, das holen sie da raus. Richtig. Du kannst kurz gucken. Warte, warte, warte. Sonst will ich jetzt nicht wissen. Das hier. Auch nicht. Da wollte ich gucken. Stahl. Stahl, 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 Stahl. Offen habe ich. Wo ist ein Stahllager? Achso, das ist direkt von da oben. Direkt vom Stahllager holt er das. Aber so viel ist es ja nicht. Wir haben das Ding ja auch im Auge. Siehst du, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Sie sind zu lang für den Kreisverkehr. Irgendwo haben wir das Problem mal. Oh, das ist schön. Wundervoll. Wer stört denn jetzt? Ich glaube, der stört, ne? Warte mal. Der stört. Wupp. So. Die sind zu lang. Diese Züge sind zu lang für diesen Kreisverkehrchen. Ach Gott, das will ich auch so längst. Bitte schön. So. Du bist durchgefahren, hast du es gemerkt? Hier war ein Signal. Hier war ein Signal. Du bist durchgefahren, mein Freund. Das heißt, ne? Stockhiebe oder Peitschenschläge. Na, das mit deinem Hin- und Herfahren ist noch nicht so, ne? Das Dicke. Ich denke echt mal, wir müssten hier so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Das irgendwie verkürzen, dass die Wege dich, dass sie ja nicht, dass die nicht alle hier durch müssen. Endlich Stau, ja, wir haben drauf gewartet, Ewigkeiten, ne? Jetzt haben wir es endlich. Gut, aber das ist was für die nächste Folge, ne? Die ist schon wieder sowas von durch. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn es gefallen hat, dann lasst doch einen fetten Daumen nach oben da. Würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.